Moin Leute, Kralle hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Wir haben letztes Mal hier Schluss gemacht, als wir uns entscheiden wollten, wie wir Benny ausschalten oder ob wir ihn sogar freilassen. Und da ich gerne... Was haben wir denn hier? Nett. Eine topografische Karte. Topografisch? Und hier nochmal. Gut, ja, ich will natürlich seine Waffe haben. Das heißt, freilassen ist keine Option. Und der Typ hat uns jetzt auch schon zweimal verraten. Einmal mit einem Kopfschuss, einmal mit einem... einmal das in seiner Suite oder in unserer Suite oder wie auch immer. Wo er dann abgehauen ist. Und ich würde sagen, wir beenden das Ganze... Schade, wie es angefangen hat. Und zwar mit einer 9mm. Ich wollte ihn jetzt eigentlich erschießen. Verdammt! Ich hätte gehofft, dass es ein Schuss wird, aber... Oh, das geht wohl nicht. Ehrlich? Wir müssen uns was aussuchen von den Dingern? Ich dachte, wir können ihn jetzt einfach so erschießen. Boah, das ist ja doof. Das ist ja wirklich doof. Sing, Baby. Dann. Zumindest sagt. Etwas Schlimmes könnte direkt hier passieren. Das direkte Vorgehen, was? Soll mir recht sein. Aber das solltest du erst machen, wenn du dich um den Bunker gekümmert hast. Caesar wird es nicht gefallen, wenn du die Nachspeise zuerst verputzt. Tschüssi. Und er versucht währenddessen nochmal zu entkommen, oder wie? Naja, er hat ja nichts. Langsam wird es voll in den Lagern. Meinetwegen... Stimmt, dann hätten wir auch wieder unser Arsenal, weil das kriegen wir doch am Bunker dann zurück. Was für ein Haufen Brahmin-Mist! Der Typ ist ja kaum zu fassen! Intelligenz 8. Ich glaube nicht, dass wir beide je verstehen können, was er und die Stämme durchgemacht haben. Er ist ein Irrer. Wer ist Caesar? Mir schien er ziemlich clever zu sein. Auf seine eigene Art und Weise ist er das auch. Würde ich sagen. Ich meine, viele Diktatoren, die relativ schlimm waren in der Geschichte, waren auch auf irgendeine Art und Weise clever. Naja. Das muss ich zugeben. Aber von westlich des Colorado aus gesehen hat der Mann trotzdem klar den Verstand verloren. Vielleicht wollte er gar nicht, dass es so kommt. Trotzdem muss er doch nicht diesen bizarren, anachronistischen Mythos fortführen. Und es heißt ja auch nicht, dass wir alle rumsitzen und mit dem Kopf nicken müssen, wenn ihm ein scheinrömischer Casus Belli einfällt. Er ist ein Tyrann. Und zwar die schlimme Sorte. Und keinesfalls werde ich ihn den Hoover-Staudamm erobern lassen. Casus Belli, sowas wie ein Kriegsgrund oder Angriffsgrund. Grob zusammengefasst oder vielleicht sogar exakt das. Kenne ich allerdings auch nur aus Strategiespielen. Strategie spielen. Ich glaube, ich nuschel manchmal. Das kommt mir gar nicht so vor, weil ich natürlich weiß, was ich sagen möchte. Aber wenn ich mir dann so die ein oder andere Aufnahme angehört habe, muss ich lernen, deutlicher zu reden. Ja, jetzt rede ich mal etwas deutlicher. Damit man mich auch besser verstehen tut. So, hier muss ich rein? Niemand kommt hier ohne Caesars Erlaubnis hinein. Ja, ich habe die Erlaubnis. Caesar erlaubt ihnen, ihre Waffen wiederzutragen, während sie ihm dienen. In Ordnung. Caesar hat viel Vertrauen in sie gesetzt. Erweisen sie sich als würdig. Das werde ich, allerdings nicht bei ihm. Ich freue mich darauf, ans andere Ufer des Flusses geschickt zu werden. Erstmal natürlich plündern. Aber viel ist hier nicht. Gut.
Die Konsole summt leise, gespeist aus einer unbekannten Quelle. Es gibt eine runde Aussparung in der Konsole, in etwa so groß wie ein großer Pokerchip. Ja, den Platin-Chip reinlegen. Und das habt ihr nicht mit Sprengstoff aufbekommen? Na gut. Ach ja, die sollten ja vorm Zelt warten. Sollte ich die mitnehmen? Meine Begleiter? Kann ich nochmal raus? Caesar hat verfügt, dass sie erst gehen dürfen, wenn sie seinen Willen in der großen unterirdischen Vault vollstreckt haben. Alles klar, ich muss ihre Waffen einziehen. Reden Sie mit mir, sobald Sie bereit sind, und Sie erhalten Ihre Waffen zurück. Gut, also die müssen wir hier vorne wieder abgeben. Schade. Aber ja, wir mussten ja Gannon und Edi sagen, dass sie da oben warten sollen, weil sie nicht mit ins Zelt durften. Ich hoffe wenigstens, da unten kommen sie mit. Oder können sie mitkommen. Ist auch schon ein paar Tage her, seit ich hier das letzte Mal gespielt habe. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Mir nach. Sie voran? Darven sind in der Arena. Und mir nach. Keine große Herausforderung. Dafür, dass die Technologie verabscheuen, ist es recht witzig, dass sie hier noch so eine große Haubitze stehen haben. In der Arena keine große Herausforderung. Ich freue mich darauf, ans andere Ufer des Flusses geschickt zu werden. Sind Sie bereit, in den unterirdischen Bunker vorzudringen? Jupp. Erledigt. Gut, na dann. Da sieht man auch schon das Lucky 38-Symbol und ein bisschen Müll. Aufzugsteuerung zu nach Securiton Vault. Oh, es ist etwas radioaktiv hier. Den Bunker erforschen. Okay. Mr. House. Na sowas. Sie sind früher als geplant hier. Ich denke, das ist auch gar nicht schlecht. Schließlich wollte ich Sie genau hier haben. Ich wusste, dass ich mich darauf verlassen konnte, dass Caesar Ihnen den Platin-Chip zurückgibt. Wie kommen Sie darauf, dass Caesar mir den Chip geben haben könnte? Ja komm, wir sind intelligent, weil man sonst hier nicht rein kann. Sie wollten, dass ich hier runterkomme? Das ist ziemlich offensichtlich, nicht wahr? Der Platin-Chip ist ein Datenspeichergerät. Sie müssen die Daten manuell vom Chip in den Hauptcomputer der Anlage hochladen. Am anderen Ende dieser Anlage befindet sich ein Terminal. Es gibt eine Komplikation. Ich kann zwar Übertragungen auf diesen Bildschirm durchführen, jedoch nicht die Systeme der Einrichtungen steuern. Daher kann ich auch die Sicherheitsbots nicht deaktivieren. Laut den Statusberichten scheinen die meisten aktiviert zu sein. Was haben Sie mit Ihren Securitrons vor? Meine Armee wird das tun, was eine Armee am besten kann. Ein Gebiet vor Invasoren beschützen und für Ordnung sorgen. Was haben Sie nochmal über Sicherheitssysteme gesagt? Derselbe Gerätedefekt, der mich am Fernsteuern dieser Einrichtung hindert, scheint Ihre Sicherheitsroboter und Geschütztürme aktiviert zu haben. Es gibt einen Sicherheitsraum unweit des Fußes der Treppe. Vielleicht können Sie sie selbst deaktivieren. Okay, schauen wir mal, was passiert. Ich nehme an, dass Sie schlau genug sind, das Richtige zu tun. Die Belohnungen dafür sind gewaltig. Ebenso die Bestrafungen für das Gegenteil. Ich wollte eigentlich noch mehr mit ihm reden. Sie haben Ihr Ziel also sicher erreicht. Dann mal an die Arbeit. Was ist das für ein Ort? Eine Einrichtung, die ich viele Jahre vor Ihrer Geburt errichtet habe. Betrachten Sie es als eine Kaserne. Das verstehen Sie noch früh genug. Caesar möchte, dass ich diesen Ort zerstöre. Sollte mich das schockieren?
Natürlich möchte Caesar das hier zerstören. Er hat Angst davor, was dieser Bunker enthalten könnte. Und das mit Recht. Aber das werden sie nicht tun. Sie werden klug sein und für mich arbeiten. Feilschen. Was soll ich tun? Der Platin. Das hatten wir schon. Schauen wir mal, was passiert. Ich nehme an, dass sie schlau. Ja. So. Das sind Kameras vom Strip. Oder Aufnahmen vom Strip. Bis unten links. Da fehlt irgendwas. Vault Status Terminal. Statusprotokoll. Zuletzt angezeigte Ereignisse. 14.11.2279, 3 Uhr hin, Strahlenleck festgestellt. 38, Wartungsbot eingesetzt. Überspannung festgestellt, Wartungsbot antwortet nicht. Sicherheitsalarmstufe 1 ausgerufen, Protektorenroboter aktiviert, Geschütztürme aktiviert, Wachbots in Bereitschaft. Geschützturmstatus aktiv, Protektron-Status aktiv, Wachbot-Status Bereitschaft. 14.11.79. Ach ja, natürlich. Ab sofort ist der Gebrauch. Ja. Mal sehen, was nehmen wir denn? Wo haben wir denn gut Munition? Nehmen wir den Cowboy-Repeater. Pass mal auf, ich hau mir mal einen Redaway rein. Wachbot Einsatzterminal. Null. Ja. Huch. Ja. Ja, natürlich. Jetzt kommt das wieder. Huch. Also manchmal ist die Maus sehr schnell. Das sind aber auch viel zu viele Wörter hier. Da habe ich eigentlich keine Lust durchzusuchen. Ah. Sag mal. Ich glaube, ich bin ein bisschen ungeduldig. Los, mach. Ah, oder würde es doch schneller gehen, wenn ich da durchgehen würde? Ich meine, das sind relativ viele Wörter, die man nehmen könnte. Toll, hier hätten wir schon 5 von 8, das wäre schön. Das Blöde ist, je mehr Wörter da sind, desto weniger Zeichen sind dazwischen und desto weniger Chancen hat man, hier Klammern zu finden. Also Klammern, die einem helfen. Wie das hier zum Beispiel. Oder das hier. Jetzt sind doch relativ viele dabei. Das ist gut. Hier wäre es ein Versuch wert. 4 von 8. Ah. Siehste, hier hätte es auch so geklappt.
Ja, Sicherheitsalarm abbrechen. Könnten wir machen, dann hätten wir keine Gegner. Allerdings, wir haben genug Munition und wir wollen die XP haben. Ich glaube, ich lasse das einfach an. Schwer, da kommen wir eh nicht dran. Metallhelm und Metallrüstung. Powerfist, das dürfte zumindest Geld geben. Verteilerdose. Diese Verteilerdose kann so verdrahtet werden. Es wird keine Einmischung in unsere Sicherheitsoperation geduldet. Ja, okay. Was macht das jetzt? Mehr? Hm. Na gut. Abgeschlossen. Bunker erforschen. Optima. Das Upgrade der Security-Tron-Armee vornehmen, um sie später für eigene Zwecke zu verwenden. Die Security-Tron-Armee zerstören. Ich würde gerne gar nichts machen. Kann ich schon wieder raus? Weil ich es mir noch überlege. Okay, da sind aber einige. Damit versteht man jetzt auch, was hier mit Kaserne gemeint ist. Da sind eine Menge. Was haben sie jetzt eben noch geschossen? Hier sind die beiden Protectrons. Tja. Mir fehlt etwas Leben. Habe ich noch Sunset Sarsaparillas, die ich saufen kann? Oh, eine ganze. Ja, Sachen habe ich genug, Geld habe ich genug. Also Ressourcen habe ich genug. Das Einzige, an was es mir mangelt, sind XP. Wo hat er jetzt das Kettenschwert her? Wegtreten. Ach, Kettenschwert. Hier, das Trennmesser. Hier ist das Leck. Was? Stromregler untersuchen. Dieser Stromregler kontrolliert den Stromfluss im gesamten Vault. Ohne ihn könnte der Stromaufbau ein gefährliches und explosives Niveau erreichen. Feindliches Ziel identifiziert. Und hier haben wir nochmal sowas, ne? Ja. Sieht nach Ärger aus. Okay, das, was in der Ecke eben stand, war auch ein Türmchen. Alles klar. Ein bisschen grell.
Securitron-Steuerkonsole. Das ist die Securitron-Betriebskonsole für die Securitron Vault. Punkt. Updates der Software können an dieser Konsole installiert werden. Ja. Ich möchte ja so viel vom Spiel zeigen wie möglich. Ich habe meinen Weg schon festgelegt, welchen ich nehme. ESC mache ich jetzt nur, damit wir nicht noch mehr Reds kriegen. Während ich hier lamentiere, was ich mache. Und ich würde, weil ich so viel vom Spiel zeigen möchte und mir jetzt nicht schon ein paar Wege verbauen möchte, würde ich jetzt nochmal nachgucken, was ich hier machen muss, um noch halt um halt noch so viel wie möglich ja, tun zu können. Weil wenn ich es mir jetzt mit Mr. House oder mit Caesar verdammt nochmal Scheiß Husterei. Ja, wenn ich es mir jetzt mit einem von beiden schon verbocke, kann ich für den ja wahrscheinlich keine Quests mehr machen. Das heißt, es wäre schön, beide irgendwie fortzuführen, als ob wir für sie arbeiten, aber halt noch nicht, ne? Ich würde dann hier gerade auch mal wieder kurz ein Päuschen machen und einmal nachgucken. Das hätte ich letztes Mal eigentlich schon machen können, vor der Aufnahme, aber hinterher ist man immer schlauer. Also bis gleich. So, Entscheidung getroffen. Ach ja, ich bleib mal lieber auf ESC, bevor ich noch mehr Reds kriege. Ja, ist eigentlich ganz einfach. Die Vault zu zerstören hat eigentlich nicht wirklich einen Sinn. Weil Caesar kann man anlügen, dass man es gemacht hat. Soweit ich das jetzt richtig verstanden habe. Also man hätte hier auch darauf selber kommen können, wenn ich mir das ja noch mit ein bisschen überlegen oder ein bisschen nachdenken, hätte man da selber drauf kommen können. Die Securitron-Armee wird ja nur wichtig, wenn man entweder dem Yes-Man, also dem Ja-Sager folgt, also ein eigenes Vegas aufstellt, oder wenn man mit Mr. House, wenn man sich auf Mr. House-Seite schlägt. Die NCR hat dafür keine Verwendung und Caesar kann man, wie gesagt, glaube ich, belügen. Das heißt, das zu zerstören hat überhaupt keinen Sinn, weil es dann einen permanent, ja, einen ausschließt, Mr. House-Seite zu verfolgen. Oder halt, wenn man halt sein eigenes Vegas aufbauen möchte, würde man sich halt seine eigene Armee wegnehmen. Und wie gesagt, für Caesar und die NCR ist es eigentlich egal. Also man sollte eigentlich immer, zumindest wenn man sich nicht vorhat, Caesar anzuschließen, obwohl ich glaube, selbst dann kann man jeden das Upgrade durchführen, weil es eigentlich scheißegal ist, was man hier mitmacht. Okay, den Platin-Chip einlegen und die Mark II Upgrade-Software installieren. Sie und welche Armee? Stufenaufstieg, gerne. So, ach, meine kleine Tabelle. Die habe ich vollkommen vergessen. Wir haben zwar jetzt noch keine Perks, aber Nanu, wo ist sie denn? Da. Ich habe mir hinter die Perks auch noch geschrieben, an welchem Level ich die haben möchte und was die für Voraussetzungen haben. Was wäre denn das nächste? Wir hatten ja jetzt Notreparatur. Das hat keine Voraussetzung und das hat Wissenschaft 17. Machen wir doch mal. Und aus dem Polizeigesicht wurde ein Soldatengesicht. Ja. Der Zugang ist... Na nö. Wir kommen da nicht durch. Oh ja, Tatsache, wir kommen da nicht durch. Na gut. Ich würde sagen, Caesar... Ich hoffe, wir können Caesar anlügen. Aber ansonsten, ihm hätte ich mich eh so oder so nicht angeschlossen.
Also wäre das eh egal. Und was hat das hier jetzt gebracht? Ah, okay, Moment. Hier vorne war ja noch irgendwo dieses Sicherheitsdingen. Genau, nee. Das ist Protektron, Geschützturm. Null. Okay. Vielleicht hätte man damit irgendwas machen können, die den Weg dann für einen aufgeräumt haben. Ihre Arbeit hier ist erledigt. Kehren Sie zum Lucky 38 zurück, damit wir die nächsten Schritte besprechen können. Sie haben eine äußerst rosige Zukunft vor sich. Und dank Ihrer Aktionen am heutigen Tage gilt dies auch für den Rest der Menschheit. Ja,